Mamoniga ein Schnittchen, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Mini-Season. Heute mit ganz vielen Leuten und zwar mit von uns, Peter und Christian und Special Guests, Formula Lena, Dena und Gamer Brother. Hallo zusammen. Schön, dass ihr da seid. Hallo. Danke für die Einladung mal wieder. Moin, moin. Was spielen wir jetzt? Imola, ne? Imola, noch nie gefahren. Geil. Direkt Blitzqualifier. Und ist wichtig, ich muss nur ganz kurz erwähnen, bei Lena und mir, wir haben unsere Season gegeneinander gespielt. Koop-Season 10-10 war es am Ende. Der Verlierer muss den anderen bekochen in echt demnächst. Da es 10-10 steht, ist heute stechen. Also wer von uns beiden besser abschneidet, wird bekocht. Kommst du dann auch auf die Location an? Das heißt, wenn Lena verliert, musst du zu Lena? Oder... Wir haben irgendwie jetzt mein Setup geändert. Lena hat schon gesagt, oh, ich habe keine so große Küche und so. Doch, meine Küche ist riesig, aber ich habe Mitbewohner. Ich habe kein Setup. Oh, Regenrinn. Regenrinn, was? Setup. Nein! Ja, keine Ahnung. Christian am Trollen. Ich hab kein Setup. Das ist Chaos. Ach, Setup, Schmetup, ey. Oh, Mann. Ich sehe schon Peter und mich. Ich geb nicht Gas. Ey, ich geb nicht Gas. Gib doch Gas. Hey! Ich roll mit 130 km/h hier durch. Ja, Motorschaden. Das ist demnächst Tempolimit. Tja, wie. Also, ich kann am Schalten schon hören, dass irgendwer sehr weit vor mir ist. Oder ganz weit hinter dir. Ja, unwahrscheinlich, aber nehme ich mit. Jetzt hier nicht zu weit rauskommen, ja, Track Limits, ganz wichtig. Junge, wo bist du schon? Keine Ahnung. Da, wo die immer ihre Track Limits Scheiße hatten. Sausage Curbs, oh Gott. Sausage. Sausage Curb. Oh Gott. Ja. Jungs, ich glaube, am Boden ist ein bisschen was kaputt gegangen gerade. Oh, ich hab Vorsicht, ich will einfach nur eine halbwegs gute Runde, um hier nicht hinter der KI zu starten. Ich kenne die Strecke noch nicht so gut, aber die ist geil, ich finde die gut. Welcher KI fahren wir eigentlich? Keine Ahnung. Ach so. Ich weiß es nicht. Oh. Okay, ich habe nicht unten links alles lila, da ist ja schon mal doof. Ich habe alles lila. Oh, du hast da die Pole. Dann ist Jay auf Pole, ja. Wo starten wir? Komm, bitte. Ich die Pole hab. Bitte lass mich nochmal starten. Drei, ich glaube drei. Woher weißt du das? Auf, auf dem Display steht es vom Lenkrad, aber es ist immer verdeckt 26 vom Kopf. 20 stand da bei mir. Yeah, boys! Okay. Ja, Alter! Alter, war das knapp, Alter, wie Junge. Knapp zwischen uns allen. Ja, Leute. Ja. Alter, Alter zwischen uns drei. Funktioniert's denn ja? Guck mal, aber nur 7 Sekunden. Ja, guck mal, Platz 18. Da hätte ich Alter, einfach aber wie knapp. Lena ist eine Sekunde hinter mir und ist 16. Wow. Das ist voll mies. Finde ich voll gut. Also, ey, wie gesagt, Mascarpone cool. Mit Erdbeeren als Nachspeise, finde ich gut. Oh, das ist lecker. Können wir noch einsteigen in die Wette eigentlich? Ich wollte gerade sagen, eigentlich sollte Peter mich bekochen. Peter, können wir auch irgendeine Challenge machen? Ich glaube, du kannst richtig gut kochen. Felix, du lass uns einfach von den anderen bekochen. Haben wir beide was davon. Ja, Moment mal, du musst schon das tun, was, ne, also ihr habt euer Ding, ja, aber ich möchte einfach mitbekocht werden. Möchte kurz festhalten, dass ich ohne Setup sehr viel schneller gefahren bin, als mit diesem fucking Huren. Ja, ich habe kein Setup ausgewählt, also war okay. Vielleicht war das eine ganz gute Idee, kein Setup auszuwählen. Vielleicht ist dieses Pizza-Boy-Setup nicht so gut. Ja, das kann also natürlich sein. Also starte ich als 18. auf Rot, das macht, ach nee, Quatsch, hier, wir fahren ja nur so wenig, das war letztes Mal schon eine blöde Idee. Ich werde auf Mediums starten, ich verändere das jetzt. Ja. Gewagte Strategie, aber. Finde ich auch interessant. Wenn man so verzweifelt ist, muss man halt sowas machen. Einfach taktisch klug. Aber wir haben keine Einführungsrunde, ne? Was ist denn jetzt hier mit doch, haben wir schon. Was ist mit Gamer Broski? Der kann ja jetzt kein Gas. Doch, da funktioniert alles. Ich bin okay. Der hat nur das Pedal verwechselt, du bist alles. Ja, einmal gebremst. Die ganze Zeit die Kupplung getreten. Ich bin einfach ein moderner Fahrer, ich achte aufs Tempolimit. Das ist gut so, sehr für schön. Die Umwelt. Ja, richtig so. Ja, es gibt eine Einführungsrunde. Ja, okay. Ah, hier kannst du wieder auf Mager stellen. Der Motor läuft gut. So konzentrieren wir uns auf das Aufwärmen der Reifen. Mann, Felix, mach keinen Alter, Jonathan William Moritz Apfel. Was ist das für eine Scheiße? Was denn? Was willst du? Wir müssen doch hier uns warm fahren. So werde ich nicht überholen, Peter. Nur, dass du schon mal gesehen hast. Ja, nee. Wenn du das versuchst, dann mache ich den Russell.
Oha. Nein, ich muss dann eher. Halt aufpassen. War ich den Russell oder war ich den Bottas? Ich weiß gar nicht, wer schuld war. Bottas ist der Verteidigende gewesen und Russell ist der, der viel Risiko versucht hat zu überholen. Stimmt, du hast recht. Jo. Also am besten wärmst du die Reifen auf, wenn du über die Sausage Curbs fährst. Ja. Da ist der Wagen richtig heiß. Wieso ist Tsunoda eigentlich auf der 4, diese KI ist halt. Wieso fahre ich hier hinten für 60 km/h? Ja, weil Jonathan William Morris Ampel Unfug macht. Ich mach keinen Unfug! Ja, jetzt gerade nicht mehr. Jetzt wieder schon, jetzt habe ich ihn wieder getriggert. Ich mach keinen Unfug. Du musst den Wagen, weil die Reifen warm fahren. Ja, indem man möglichst langsam fährt. Junge, mein Motor wird kalt wegen dir. Ups. Das ist aber schade. Mein Ferrari-Motor ist immer. Ach komm! Nein! Chris! Ja, ich wollte nach vorne bis Jonathan fahren. Jetzt bin ich nicht gut vorbereitet hier. Tut mir leid. Mal kurz hier warten. Ganz in Ruhe. Die Reifen werden wieder kalt, geht mal Gas. habt ihr Ghosting eingestellt? Ich hab keine Ahnung. Du warundest uns ja, Jonathan. Ich hab Mini-Season eingestellt. Das war beim letzten Mal. Ich glaube, wir hatten kein Ghosting an. Oh, ich bin aber auf warum der... Warum muss man eigentlich außen starten in Imola als Erster? Das finde ich ja schon mal frech. Du bist es nicht innen, außen. Das Erste ist eine Linkskurve. Ja, aber das ist erst eine Rechtskurve hier. Ach komm, Alter! Was? Die Startsequenz beginnt. Okay, Leute. Jetzt wird's ernst! Viel Erfolg! Also hatte ich einen schlechten Start. Wieso starte ich immer so scheiße? Wegen Mick der Traktionskontrolle, ne? Oh mein! Lenkrad ist abgegangen! Was? Ich hab's an mich rangezogen, aber ich hab's einfach wieder auf den Tisch gedrückt. Oh mein Gott, Peter, Alter! Ich dachte schon, du rollst uns beide ab. Also ich hätte es auch beide gemacht, ehrlich gesagt. Also in den Kurven hier wird das ja so eng. Holy shit, du kannst ja... Wie voll das hier ist! Oh Gott, jetzt fühle ich mich unsicher. Oh, Abdehner. Junge, ohne Peter hätte ich dich schon gehabt gerade. Alter, die KI ist mega fies. Ich hab Angst irgendwie vor der KI. Hallo, ich hab dich gerade überholt. Ja, ich meine auch nicht, ich hab vor dem mir Angst. Oh, oh. Alter, die picken mich auseinander, die KI. Ich muss hier mein Lenkrad mal festdrehen. Okay, ich weiß, was du meinst, Lena. Die haben voll auf die Bremse getreten, ja. Mein Frontflügel ist kaputt. Man muss wirklich Abstand halten. Ja, Quatsch. Oh Gott, der war vielleicht doch ein bisschen... Upsi. Ja, aber der war eh schon kaputt, der Flügel. Hey, hier kommst du ja gar nicht an der KI vorbei, was ist das denn? Die ist richtig stark hier, glaube ich, oder ich bin einfach richtig das schwach. Das ist super eng. Ich habe einmal gerade versucht reinzustechen, habe mir direkt den Flügel kaputt gemacht. Tschüss, Boys. Okay. And Girls. Könnt ihr mir bitte eine alternative Strategie vorschlagen? Dann wäre ganz nett. Also so, hallo. Reinfahren und auf Weiß gehen. Felix, was bist du ruhig? Bist du konzentriert? Ja, ich kenne die Strecke noch nicht, aber ich werde es mit jeder Runde ein bisschen besser. Kennst die Strecke noch nicht? Nee. Also nur aus dem Fernsehen. Okay, das ist Kiesbett! Ey, alles gut! Alter, ich kann... Okay, ich komme nicht mehr um die Kurven. Alter, wieso bist du jetzt so schnell? Tja, bisschen gelernt. Oh Gott, oh Gott. Probleme! Oh mein Gott! Fuck! Ich hab einen Fehler gemacht! Boah, da wäre ich aber auch gerade fast abgeflogen. Holy shit. Ach, Mann! Unnötig! Der Flügel scheint doch relativ wichtig zu sein. Ich habe jetzt 8 Sekunden Abstand auf den vorletzten. Vielleicht gehst du mal an die Box. Ja, ich bin mit auf der Strecke. Oh, jetzt habe ich dich, Freundchen. Oh, 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 oh. Ausgezeichnet, das ist die neue schnellste Rundenzeit in diesem Rennen. Okay, erstmal wieder reinkommen. Zurück überholt. Ja. Der Ferrari-Power hier. Nein! Oh nee, Felix!
Oh, gelbe Flagge. Oh, Felix, du stehst ja immer noch da. Du bist aber unsichtbar, Alter, gewesen, tatsächlich. Wir haben uns aber nicht berührt, ne? Nee, haben wir nicht. Oh, Junge. Warum fällt die KI denn direkt neben mir? Warum lässt der, Alter? Ah, Kiesbett, nein. Oh, ich bin raus. Oh, hallo, Felix. Oh, nee. Reifen sind heiß. Du bist nicht raus, du stehst da noch. Oh, shit. Ja, perfekt. Ich bin gerade aus der Boxenausfahrt. Ach, komm, ey. Ach, scheiße. Mit vielen Trümmern auf der Strecke. Ey, Ferrari, ach, die Jungs sehen so enttäuscht aus. Ich kann's verstehen. Ach, Broski. Also, schade. Zugegebenermaßen, die Einstellung vom Lenkrad war nicht optimal. Bist du die ganze Zeit schief gefahren, oder was? Ja, gefühlt schon. Okay, langsamer werden. Die von der Delta ist negativ. Du bist also zu schnell. Verringere dein Tempo. Ah, das ist ein bisschen frech, dass ich als letzter jetzt auf dieses Delta gucken muss. Fahr schnell, Alena, mein Delta! Wir verlieren nach vorne. Mach nein, gleich ist es wieder wieder ein Nick. Hey, was macht denn Felix da hinten? Ich habe mich gedreht. So gebe ich Vollgas und krieg gerade voll Plus auf mein Delta. Doch geil. VSC, du bist wahrscheinlich auf der Geraden, oder? Flaggen. Das ist ja nur Prozent. Ja, das ist schon krass, bin ich so langsam, ha? Huh? Okay, ist vorbei. Nein, ich hab's... Alter. Ich hab Durchfallstrafe. Weh, Elena! Was, du hast eine Durchfallstrafe? Oh mein Gott, danke. Wollte ich nicht abschießen? Ich hab doch echt voll drauf geachtet. Nein, als ob. Ja, wenn du halt ein bisschen im roten Bereich bist... Wenn das gerade zurückgeht, dann ist direkt Durchfahrtsstrafe. Ja, und genau das war, ich war minus 0,28 oder irgendwie so eine Scheiße. 0,0028 oder so. Und, aber vorher die ganze Zeit grün, nur genau in der Sekunde war ich im roten Bereich. Das hätte ich jetzt auch erzählt. Da hätte ich ja wirklich die ganze Zeit ballern können, oder? Und hätte die gleiche Strafe gekriegt. Ja. Alter. Und ich darf dabei nicht die Reifen wechseln, oder? Der Abstand zum Auto. Da komme ich doch auch mal nach hinten. 2,2 Sekunden. Ja, was kocht ihr mir denn jetzt alles? Haha, wir haben nicht gewettet. Ich habe Leder gerade zurückgeholt. Ach nö, kein Nachtisch. Bin kein Nachtischmensch. Pudding mit ganz viel Haut. Oh, okay, ich bin Nachtischmensch. Ich wusste es. Also das zackt ja hardcore mit dieser Durchfahrtsstrafe. Du liegst nur 2 Sekunden hinter deinem Fahrer. Weder wenn du so ein Regelbrecher bist, dann wird man halt bestraft. Wir nähern uns dem Boxenstopp. Alter, die KI ist so viel besser hier, was ist das? Ich bin aber auch schlecht. Ja, Imola. Habe ich sehr viel gefahren in ACC. Schon gemacht, Peter? Ja, gerade gemacht. Oh, scheiße. Du bist 50 Sekunden vor dir. Ja, wird ein einsames Rennen, würde ich mal sagen. Ja, immer nach vorne kämpfen, nie aufgeben. Du musst keinmal mehr stoppen. Ja, aber du auch nicht, oder? Doch, ich hatte ja nur eine Durchfahrtsstrafe. Ach, das war eine Durchfahrtsstrafe komplett? Wow. Ja. Wie krass ist das denn? Ja, das ist richtig übel. Wieder der Raser. Ist so. Also mit Weiß musst du aber schon ganz schön anders die Kurven anbremsen. Also musst schon ordentlich vom Gas. Oh, du bist schon auf 30 Sekunden dran, das war noch die veraltete Anzeige. Kann denn so eine digitale Anzeige veraltet sein? Ja, die ist immer nur so sektorenmäßig, oder? Oder so mini-sektorenmäßig. Und da ich in der Box war, wird sie länger nicht aktualisiert. Eine Sekunde schneller als dein Vordermann. Mach weiter so. Wann geht ihr so in die Box? Ja, war ich schon. Ist schön da. Also, aber das nächste Mal meinst du ja, das gucke ich noch. Runde 7 eigentlich. Aber ich glaube, dann komme ich mitten in den Pulk raus. Ich glaube, ich warte ein bisschen noch. Aber Runde 6 ist Undercut. Ich mache den Undercut. Ich meine, ich bin 14. Ich habe so viele KI vor mir. Bevor ich mich bei denen überall durchgeschlängelt habe, mache ich einfach einen Undercut und hole mir 5 auf einmal. Ja, dafür musst du aber gut fahren. Hä? Ich bin. Wow! Zu Noda 2 Teil, was ist denn hier los?
Gut, dass ich kein Setup eingestellt habe, ey. Ich glaube, das ist. Also das, ich finde das Setup nicht so. Ist Pizza Boy. Vielleicht nehme ich doch keinen Pizza Driver mehr. Ich finde das ganz okay. Man darf nur nicht zu schnell fahren. Ich verstehe nicht, du hast halt hier. Ich bin in der Box! Erzähl weiter. Abtrieb 9 ist doch voll viel, oder nicht? Ja. Also voll der hat halt 9er Abtrieb hier eingestellt und du hast doch so voll die langen Geraden teilweise. Nee, Mula ist schon kurvig. Ja, und vor allem viele schnelle Kurven, wo das echt was bringt. Ja. Okay. Weißt du, ich habe den Abtrieb manuell natürlich wieder hochgestellt, weil ich mir dachte, was ein Vollidiot. Also, Undercut läuft. Jetzt Vollgas geben diese Runde. Jetzt muss laufen. Alter, Kiesbett, nee. Jetzt zählt's. Je besser diese Runde ist, desto mehr KI kann ich jetzt auf einmal überholen. Immer schön auch hier Airs benutzen. Ja, bin ich dabei. Ich hole mir jede Runde ein Würstchen. Das braucht man. Da hat noch kein Würstchenhersteller auf die Idee gekommen, ist die Dinger zu sponsern. Curry King, Alter, die Curry King Wurst. Geil! Curry King Sausage Curbs. Warum denn nicht? Aber nur rot ist auch Alternative. Unser Abstand zum Auto vor uns beträgt. Hallo Felix, habt ihr zugewunken von der Boxengasse? Okay, auf jeden Fall. Russell geholt und Alonso ist direkt vor mir. Also die erste KI haben wir schon mal. Waren die irgendwie langsam? Oder kamen die gerade aus, nee, der Box? Aus der Box kamen die. Ah, okay. Du nur da brauchst du. Ich weiß, der ist so weit vorne. Keine Ahnung, wo Alonso... Der zweite, wenn er bereinigt ist. Ja, ja, aber ich bin da weit, weit hinten. Meine Box ist doch gerade nur 10 Sekunden verloren. Nee, das ist... Wir waren vorher 30 Sekunden, du bist jetzt bei 10 Sekunden, Christian. Okay, NPC vor mir, Russell 11 Sekunden. Kriegen wir noch 11 Sekunden hin? In 8 Runden. Das ist ein wesentlich entspannteres Rennen für mich geworden, seitdem Felix weg ist. Soll ich mal auf Jonathan warten? Nein! Rückwärts fahren? Rex, du bist ja direkt disqualifiziert. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass ich 10 Sekunden auf Peter aufhole in 8 Runden. Imola ist einfach eine awesome Strecke. Oh, krieg ich welche im Boxenstopp? Ne, krieg ich nicht, schade. Boah, ich hänge hier die ganze Zeit immer noch hinter mich. Neunter sind wir schon mal. Vorbei. Und Lena ist auf jeden Fall auch noch fälschlicherweise vor uns. Die muss noch stoppen. Also, das sieht gut aus hier. Dass wir nochmal hier ordentlich in die Punkte reinfahren. Der Undercut war sehr, sehr stark. Gern geschehen. Ich hab den schon selbst geplant. Nämlich Jay Braun. Aber danke für deine Unterstützung. Nein! Ich danke auch meinen Mechanikern, Manager, Team. Danke euch allen. Lässt. Everyone back at the factory, thank you. Best Fans. Guck mal, gern alle an die Box, perfekt. Ja, du meinst, Tsunoda war bereinigt Zweiter, ne? Der ist 5 Sekunden vor mir und der war in der Box. Also ja, das ist jetzt das Ziel für die letzten jetzt, Runden. Die gehen, du musst die jetzt, die gehen gerade alle an die Box. Du musst die jetzt alle überholen. Okay, jetzt zählt es, Leute. Jetzt hier vorbei, von mit der allerbesten Rennrunde. So muss das sein. Und wir kommen allen vorbei und sind Dritter. Stark. Nice one. Stark. Alter, was war das mit für ein Undercut? Ich hab alle überholt. Holy shit, Junge, what the fuck? Hä? Okay. Nice.
Aber da bist du auch die fettschnellste Runde gefahren. Ja. Das letzte, was wir von Broski sehen, hat die Session verlassen. Das tut weh. Toll, Hamilton steht hier einfach. Hamilton, Junge! Mein Teammate. Safety Car, bitte. Ja? Ja, hey, dann kommen alle wieder nah beieinander. Nein. Dann bin ich wieder bei Jay. Ich könnte Lena kriegen. Nein. Ich finde das super schwierig, hier zu überholen. Hattest du auch eine Durchfahrtsstrafe? Nein, ich hänge die ganze Zeit mit deinem Mikro, komm nicht vorbei. Ja, aber das war auch nur Trash Talk. Das ist ja wirklich seltsam. Hamilton steht immer noch genau in der Kurve auf der Ideallinie. Jetzt nicht mehr. Hallo, du kannst dich nicht von dem Namen da irgendwie beeindrucken lassen. Weg die Sau. Das habe ich versucht, Peter. Das ist kläglich gescheitert. Ashumi? Ja. Ich bin jetzt hier an Mick vorbei. Ja, guck mal. Nice one. Irgendwie kriege ich jetzt nicht hin, ERS aufzuladen. Ich auch nicht. Meins ist so leer. Oh, greift er zurück an? Nein, nicht da. Oh, ist er langsam. Oh, ich komme näher. Ich hoffe, er hält dich jetzt noch auf. Ich fahre nicht mal 300 mit der Karre auf der Geraden. Der von der DRS. Hamilton! Ist der noch Mann! Drin? Fährt er noch? Ja, der guckt hier voll langsam rum. Stark, Herr Witten. Wir haben Ghosting an. Gelbe Flagge. Nee, hat nicht funktioniert. Okay, also ich bin. Ah, oh mein Gott, was passiert hier? Durch den durchgefahren. Was ist hier los? Der war bei mir alles andere als durchsichtig. Ja, wenn der steht, ist er durchsichtig, aber nicht, wenn er noch sich bewegt quasi. Oh Gott! Ich hab auch richtig viel Zeit verloren wegen Hamilton. Ja, sag ich ja. Die sind irgendwie komisch langsam hier gerade. Scheiße, das war's mit dem zweiten Platz. Glaube ich. Was ist passiert? Ja, einfach, ich hab 3 Sekunden verloren oder 2 Sekunden. So, auf Hamilton. Ja, auf Tsunoda. Alter, wegen Hamilton, ja. Wegen Hamilton, ja. Ja. Da war direkt in den letzten beiden Kurven, war der vor mir. Und ich war parallel mit ihm in den letzten beiden Kurven. Kannst du dir vorstellen. Tischkostzeit. Okay, du holst den Wagen vor dir ein, aber denk daran, dass wir das Rennen mit diesen Reifen zu Ende fahren müssen. Ach, für die Gesamtwertung, für die ganze Mini-Season wäre es wichtig, dass ich noch Zweiter werde. Dass ich an Tsunoda rankomme. Hamilton, sehr gut Platz gemacht, dankeschön. Als ob der immer noch fährt. Klar. Der ist die gelbe Flagge wandert einfach da von Fleck zu Fleck. Ja, das ist die Wanderflagge. What the fuck? Warum fährt er nicht in die Box? Der Abstand zum Auto vor dir beträgt 4,6 Sekunden. Ich sehe mich da gleich schon drauf fahren, ey. Der hört doch nicht gerne auf seine Mechaniker, das wissen wir doch. Aber der DTM ist ja Liam Lawson auch quasi noch ein paar Runden gefahren, obwohl er eigentlich alles verloren hatte, einfach so. Ja gut, aber der hatte gehofft, dass er noch irgendwer ausfällt. Ja, wenn so viel ausgefallen wäre, Massencrash, dann hätte er noch einen Punkt gesammelt und dann hätte er DTM-Champion werden können. Der hat bei mir aber gerade fein Platz gemacht. Also der ist in der Linkskurve einfach noch komplett nach innen gefahren. Ist pro Runde, jetzt ist er die gelbe Flagge weg. Hintermann. Wo ist er denn? Wir haben hier ein Problem gefixt. Muss da irgendein türkiser Wagen sein? Ich sehe aber nur einen türkisen Wagen. Der ist jetzt ausgeschieden. Ja, ich bin schon mir hinten aufgefahren. Also so macht man das, weißt du, Lena fährt die ganze Zeit da schön fair hinten drauf. Ich hab bei Schumacher auch meinen Flügel. Ja, ich hab kurz weggeguckt und dann war halt voll in der Bremszone und das war belastend. Ich hab kurz auf die Map geguckt. Ich hatte die Hoffnung auf ein Duell. Ja, ich auch. Peter hat nie Yu-Gi-Oh! Gespielt. Das stimmt. Selbst ohne es zu benutzen, geht mein ERS so runter. Im Qualifying hat man auch immer zu wenig für die Strecke. Ja. Echt? Also ich hab, wenn ich das nicht benutze, bleibe ich bei 60%. Nur noch 2,8 Sekunden, ey, das ist fast das, was ich verloren habe gerade. Sonst wäre ich jetzt dran.
fährst schon gut schnell, ey. Etwa drei Runden kommen. Ja, ich hol mir mal auf dich auf. Sogar noch hinter Simon. Hamilton fährt noch? Nee, nee, ist disqualifiziert. Ja, wenn er halt so langsam fährt. Zu Recht. Mittagspause von den Rennkommissaren war vorbei und haben sie gesagt, ey, warte mal, wer ist das denn? Ja, was ist denn da los? Michael Masi hat sich noch die E-Mails von Toto durchgelesen und dann entschieden, nee. Hä? Lol, Ocon ausgeschieden. Wie man auf Startziel nicht über 300 kommt. Auch nicht mit ERS? Nee. Wieso ist hier schon wieder gelbe Flagge? Ach, da steht ein Auto rechts. 306. Alpine. Ja, 294 hatte ich, Peter. Hä? Haben wir das gleiche Setup? Ah ne, du hast den Abtrieb noch irgendwie geändert, ne? Ja, auf 8. Ich habe den runtergestellt. Also müsste ich auf der Geraden eigentlich noch schneller sein. Das ist strange. Die Autos sind alle gleich. Ja, ich bin besser aus der letzten Kurve rausgekommen. 1,9 auf Tsunoda. Vielleicht kriegst du ihn ja noch. Ich komme aber auch nicht mal in den achten Gang wirklich auf der Langgeraden. Ja, kleiner Fehler. Hm. Ach man, ein, zwei Runden mehr brauche ich. Okay, er ist an und jetzt mal Vollgas. Komm, zieh. Oh, jetzt fahre ich 300. Ja. 307. 308. Oh, Kurve. Du hast hier rot, ach, du hast hier rote geholt. Willst du die schnellste Rennrunde klauen einfach? Ja, hab ich auch gemacht. Ja. Oh Mann, das war meine, das war mein extra Punkt. Das war meine. Ja, Jay hatte die, genau. Oh, okay, dann gut, Peter. Das war meine. Ich musste halt nochmal in die Box wegen dem Schaden und dann dachte ich mir, komm. 1,3 Sekunden habe ich, sonst hätte ich DRS bekommen mit einem Dreizehntel schneller und nicht eine Chance gehabt jetzt. Du bist eine Sekunde schneller, ich glaube, das werde ich nicht hinkriegen. Okay, da wieder gerade eine Idee. Bei der Durchschnitt. Wieder nur mal so für mich, wie schnell ist denn die Runde? Moment, wat, Moment, Christian, was? Wie schnell ist denn so die Runde, die du da gefahren bist? 1,16,9. Meine Beste ist 1,20. Ist dein Flügel immer noch kaputt? Wir haben nur noch Benzin für okay. Eine Runde. Ja, dann ist klar. Was tust du dir das an? Magst du Schmerzen? Ja. Okay. Nein, der Flügel ist alles gut. Ich war ja in der Box. Ein, zwei Runden mehr. Oh, die hätten den zweiten holen können. So bleibst du am dritten. Ich nehme aber auch jedes Mal die Würstchen mit. Vielleicht deswegen. Ja, das ist... Ja. Aber ich kann da einfach nicht nein sagen. Eine schöne Rostbratwurst. Ja, das ist ja auch deren Ziel, dass Leute da vorbeigehen und nicht nein sagen Scheiße. Können. Scheiße. Ja, echt mal so eine Scheiße. Nicht mehr hingekriegt. Ja, ich war eine Sekunde langsamer in meinem letzten Try. Aber geil, Sieg. Mit nice. DRS ins Ziel. Eine Runde mehr. Dritter ist trotzdem Schadensbegrenzung, war top. Kann mich nicht beschweren. Glückwunsch, Jay. Wichtig. Schon mehr Punkte als in der letzten Mini-Season gemacht. Ich glaube, ich auch. Eieiei, boah, ich schwitze. Das war ein geiles Rennen, aber. Und ganz wichtig, bin vor Lena. Oh Mann, bin auf Platz 12. Lena, machen wir wie in der Minis, machen wir wie in der Koop-Saison einen Punkt, einfach wer vorne war, oder machen wir, die zählen wir die echten Punkte zusammen? Nee, einen Punkt. Okay, dann steht es 1-0, das heißt, nächstes Rennen musst du gewinnen, wenn du noch irgendwie eine Chance haben willst. Also, du meinst gegen mich gewinnen zumindest. Yes, theoretisch. Alright. Wichtiger Punkt. Muss ihm einfach dann in den Nachtisch spucken. Junge, ich will das genießen. Mach mir das jetzt schon kaputt. Was ist das denn? Gut, dass der Letzte, so der noch gefahren ist. Ja, ich glaube schon, ne? Also diese Durchfahrtsstrafnummer, ne, da kann ich mich drüber aufregen. Muss ich dir ganz ehrlich sagen. Da bin ich jetzt echt sauer. Tja, Peter.
Aber Glückwunsch an alle, die Punkte geholt haben. Böse Sachen. Ein Bruder einfach. Guck mal, mein Zwillingsbruder bei McLaren ist auch am Start. Ja, schön. Das war auf jeden Fall das erste Rennen unserer kleinen Mini-Season. Der nächste Grand Prix ist Australien und in der Videobeschreibung sind doch mal alle Gäste verlinkt und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Haut rein. Tschüss. Ciao, ciao. Tschüss. Ciao. Ciao. Nächstes Mal bin ich wieder dabei. Ja. Ist aber Tradition irgendwie, dass du immer beim ersten Rennen nicht dabei bist. Ja, weißt du, da... Ja, du warst ja so schon taktisch, dabei, aber... Das ist taktisch... taktisch immer so ein bisschen die Erwartungen ganz unten halten und dann im zweiten Rennen explodieren. Perfekt. Also, bis zum nächsten Rennen von der Mini-Season, Leute. Macht's gut. Ciao, ciao.